Hallo und herzlich willkommen bei Denk Elektrisch, der Kanal, der sich mit der Elektromobilität beschäftigt. Mein Name ist Oliver Denk, Inhaber des gleichnamigen Unternehmens Denk Elektrisch, bei dem ihr ein Tesla Model S mieten könnt. Heute ein kleines Update zum Tesla Empfehlungsprogramm, der TeslaCon 2017 und dem nächsten Tesla Event. Und ja, kommen wir gleich zum ersten Programmpunkt, dem Empfehlungsprogramm von Tesla. In meinem letzten Video habe ich ja dargestellt, dass es wahrscheinlich zum 31.10.2017 auslaufen würde. Ein paar Tage vorher wurde die Schreibweise im Programm selber schon umgeschrieben. Und dahingehend konnte man schon herauslesen, dass nur diese 1000 Euro Rabatt entfallen beim Kauf eines neuen Tesla Model S oder X. Dem war dann auch so, denn jetzt im November werden diese 1000 Euro Rabatt nicht mehr mit angezeigt, sondern es gibt nur noch dieses kostenfreie Superchargen. Also wer noch ein neues Tesla Model S oder X kaufen will, kann dies tun. Bis zum 31.01.2018 gibt es noch das kostenfreie Superchargen. Bis dahin ist das derzeitige Empfehlungsprogramm noch beschränkt. Wie es danach weitergeht, bleibt offen. Ich bin gespannt. Und meinen Empfehlungslink findet ihr natürlich auch nochmal unten in dieser Beschreibung oder auf meiner Homepage entsprechend. Wir werden sehen, wie die Sache weitergeht. Die Sachpreise für die Empfehler, also zum Beispiel dieses kleine Tesla Model S für Kinder, die wurden beibehalten. Ansonsten ist wirklich nur die 1000 Euro Pauschale entfallen oder 1000 Euro Rabatt. Am Ende meines ersten Videos zum Empfehlungsprogramm ging es ja um die geheimen Bonuslevel und dort habe ich ja auch gesagt, dass wer 55 erfolgreiche Empfehlungen ausgesprochen hat, den neuen Tesla Roadster umsonst bekommt. Nun, bisher oder dahingehend hatten ja alle gedacht, dass bis zum 31.10.2017 das Empfehlungsprogramm ausläuft und haben natürlich geschaut, wie bekomme ich noch ein paar Empfehlungen, und es gibt wirklich einen, der bis Ende Oktober diese 55 Empfehlungen geschafft hat, und das war Ben Sullins, der Organisator von der TeslaCon mit seinem YouTube-Kanal Teslanomics. Er hat dadurch eine entsprechend große Reichweite und konnte eben diese 55 Empfehlungen generieren. Er hatte dazu auch ein entsprechendes Video gemacht, wo er das dann auch aufzeigt, dass er die wirklich hat. Und ich kann nur sagen, geniale Sache. Gratulation an ihn, dass er das so geschafft hat. Ich konnte leider noch keine Empfehlung hier verwirklichen und mal sehen, ob sich das bis Ende Januar 2018 noch umsetzen lässt. Weiter mit der TeslaCon 2017. Und zwar habe ich jetzt eine Mail bekommen, dass ich mir ein Early Bird Ticket bestellen kann, also ein Frühbucher-Ticket zu einem Preis von, ja, sage und schreibe, $199. Der Normalpreis für ein Ticket beträgt $249 und man erhält als Early Bird Ticketbesteller noch den Zugang zum Pre-Conference Workshop am 15.12. Die eigentliche Konferenz findet ja statt am 16.12. und vorher gibt es noch einen kleinen Workshop, wo man dann eben entsprechend mit eingeladen wird. Es gibt weiterhin noch ein VIP-Ticket für $399 und dort erhält man zusätzlich noch eine Stunde ein Backstage-Pass zu verschiedenen Speakern, also mit dem man sich dann gezielt noch auseinandersetzen kann, wenn man das möchte. Das ist natürlich ein enormer Preis. Ich habe mir dahingehend gedacht, was soll es mir bringen, wenn ich dort jetzt dann dran teilnehmen würde? Und ich bin doch eher zum Entschluss gekommen, dass ich mir kein Ticket hole, weil $199 ist dann doch schon ein ganz schöner Happen. Jeder kann natürlich die Entscheidung für sich treffen, ob das was für einen ist, aber ich sag mal, wir sind alle Tesla-Fans und ich habe natürlich nicht gedacht unbedingt, dass es kostenfrei in dem Sinne wird, aber dass es so viel kostet, hätte ich mir noch nicht erträumen lassen. Vielleicht sind da die Organisatoren und Ben Sullins vielleicht doch übers Ziel etwas hinausgeschossen, ich weiß nicht, was das wirklich am Ende kosten sollte, so eine Online-Konferenz ins Leben zu rufen. Aber ja, das ist dann doch schon eher was für wirkliche Enthusiasten, die sich nichts entgehen lassen. Ich werde natürlich weiterhin davon berichten und schauen, was da für Infos bei rumkommen, auch wenn man jetzt nicht daran teilgenommen hat. Ja, meinem ersten Video dazu wurde ja mitgesagt, dass auch bei Elon Musk angefragt wurde, ob er mit an der TeslaCon teilnimmt.
Dahingehend gab es noch keine Rückmeldung weiterhin, also Fehlanzeige. Und ich werde auch da schauen, wie sich die Sache weiterentwickelt. Das erstmal zur TeslaCon 2017. Ach ja, was es vielleicht noch für die Ticketbesteller mitgibt, ein 500-Dollar Gutschein für einen Online-Shop, der im Prinzip Teile für Model S und Model X vertreibt, Zubehörteile entsprechend. Und ja, für die ersten 50 Early-Bird-Ticket-Besteller, die bekommen im Prinzip noch ein kostenfreies Buch über das Tesla Model 3 dazu. Das Early-Bird-Ticket gibt es nur noch bis zum 12.11., also nur noch bis Sonntag war es ausgeschrieben in der Mail selber. Das heißt also, bei uns in Deutschland wird es noch bis spätestens Montagmittag verfügbar sein. Je nachdem, falls da noch jemand zugreifen möchte, kann er das gerne tun. Ansonsten zum normalen Preis dann entsprechend von $249, je nachdem. Checkt das mal aus, falls es euch interessiert. Der Link befindet sich unten mit in der Beschreibung. Und ja, das zum Update zur TeslaCon 2017. Weiter mit dem Tesla-Event. Bei uns wird es im Livestream auf der Tesla-Homepage dann am 17.12. ab 5 Uhr stattfinden, also der Freitag. Und ja, ich bin gespannt, wie der Truck nun endlich aussehen wird. Einladungen wurden jetzt schon an die Leute verschickt, die daran teilnehmen dürfen am Event. Also es wird auf jeden Fall nicht nochmal verschoben werden. Und dahingehend gab es auch ein zweites Teaserbild vom Truck selber zu sehen. Ich bin natürlich gespannt, was sonst noch mit bekannt gegeben wird. Alle warten natürlich auf weitere Infos, da Elon Musk nicht nur gesagt hat, dass auch weitere Infos kommen werden, nicht nur zum Truck. Und wir werden es erleben. Nach dem Event werde ich sicherlich auch meinen Kommentar hier dazu mit bekannt geben. Wer keinen Truck fahren will, lieber einen Tesla Model S, der ist natürlich bei mir an der richtigen Adresse. Und wer natürlich auch einen Gutschein vielleicht für Weihnachten verschenken will, der kann dies auch tun. Und zwar findet ihr auf meiner Homepage auch die Möglichkeit, einen Gutschein zu kaufen. Wie dieser Gutschein aussieht, seht ihr doch dort entsprechend auch. Und ja, wer vielleicht ein Tesla Fan hat in seiner Bekanntschaft, den kann er vielleicht damit ein schönes Geschenk machen. Wie immer am Ende würde ich gerne eure Meinung wissen. Was haltet ihr vom Tesla Empfehlungsprogramm? Sollte es dann entsprechend auslaufen oder wird es entsprechend auslaufen? Was ist eure Meinung? Und was haltet ihr von der TeslaCon 2017? Ist berechtigt für ein Online oder für eine Online-Konferenz so viel Geld zu verlangen? Und ja, seid ihr auch gespannt auf den kommenden Truck von Tesla? Andere Hersteller haben ja jetzt auch ihren Truck schon vorgestellt, wie Daimler zum Beispiel oder die Tochter von Daimler entsprechend. Ja, schreibt es einfach mit in die Kommentare, ich würde mich darüber sehr freuen. Ansonsten, wenn dir dieses kleine Update-Video gefallen hat, dann lass mir natürlich einen Daumen nach oben da, abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht getan hast, damit du kein weiteres Video verpasst. Und bis zum nächsten Video, denk elektrisch!